Kennt ihr schon den Compton-Effekt? Noch nicht? Das ändern wir jetzt. Der Compton-Effekt ist nach dem schnieken Physiker hier benannt, Arthur Compton. Er beschreibt den elastischen Stoß eines Photons mit einem ruhenden Elektron. Schauen wir uns dazu mal eine kleine Skizze an. Wir haben ein freies Elektron mitten im Raum stehen. Auf das Elektron fliegt jetzt ein Photon zu. Dieses besitzt nach der Quantenphysik eine Wellenlänge, über die man die Energie W des Photons bestimmen kann. Die Energie W des Photons ist dabei gleich H mal F gleich H mal C0 durch Lambda. Kurz zur Formel. H ist das Planck'sche Wirkungsquantum, C0 die Lichtgeschwindigkeit und Lambda die Wellenlänge des Photons. So viel zu den Größen. Trifft jetzt das Photon auf das Elektron, so kommt es zu einem elastischen Stoß, der das Elektron wegschuckt. Das Elektron bekommt einen Impuls übertragen und besitzt nun eine Geschwindigkeit. Wenn es eine Geschwindigkeit besitzt, dann besitzt es auch eine kinetische Energie. Und nach dem Energieerhaltungssatz muss die Energie vom Photon gekommen sein. Ein Teil der Photonenenergie muss also auf das Elektron als Bewegungsenergie übergegangen sein. Damit hat das Photon beim elastischen Stoß Energie verloren. Jetzt würden manche sagen, ist ja klar, das Photon ist dann langsamer. Stimmt aber nicht. Kurze Erinnerung, die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist immer C0. Die ist also konstant. An der Formel für die Photonenenergie können wir also nur die Wellenlänge Lambda ändern. H und C sind ja konstant. Und wenn die Photonenenergie kleiner wird, dann muss Wellenlänge Lambda größer werden. Ganz einleuchtend, oder? Das Ganze hat Compton experimentell nachgewiesen und dafür diese Formel aufgestellt. Delta Lambda gleich H durch die Ruhemasse ME des Elektrons mal die Lichtgeschwindigkeit C0 mal Klammer auf 1 minus Cosinus von Alpha Klammer zu. Mit dieser Formel kann man ausrechnen, um wie viel die Wellenlänge des Photons sich verringert hat. Aber über Alpha haben wir noch nicht gesprochen. Das ist auch nicht schwer. Alpha ist der Winkel zwischen der normalen Flugbahn des Photons ohne Ablenkung und der Flugbahn des Photons nach der Ablenkung. Also einfach der Winkel hier. Schauen wir nochmal die Skizze genauer an. Die weiße Bahn ist wie gesagt die normale Flugbahn des Photons. Die orange Bahn ist die Flugbahn des Photons nach der Ablenkung. Und die grüne Bahn ist die Bahn des angestoßenen Elektrons. Wenn ihr das Ganze mal in einer Klausur zeichnen sollt, dann müsst ihr noch Folgendes beachten. Der weiße Pfeil ist ein Impulspfeil des Photons. Das ist so ähnlich wie bei Kräftepfeilen. Der Impulspfeil repräsentiert über seiner Länge die Größe des Impulses und noch die Richtung des Impulses. Die beiden Impulspfeile des Elektrons und des abgelenkten Photons müssen in der Summe also wieder den Ursprungspfeil ergeben. So wie beim Kräfteparallelogramm. Dazu einfach mal ein Beispiel, dann wird alles klar. Lenken wir mal das Photon um 90 Grad und diesen Impulspfeil ab. Naja, jetzt wollen wir noch den Impulspfeil fürs Elektron. Dazu gehen wir vor wie beim Kräfteparallelogramm. Eine Verbindungslinie zur Spitze des ursprünglichen Impulspfeils und dann dazu eine parallele Gerade gezogen. Jetzt noch eine Gerade durch die Pfeilspitze senkrecht nach unten, also parallel zum Impulspfeil des abgelenkten Photons. Und über den Schnittpunkt bekommen wir den Impulspfeil des Elektrons. So einfach geht's. Berechnen wir noch die neue Wellenlänge des Photons. Die Formel war Delta Lambda gleich H durch die Ruhemasse ME des Elektrons mal die Lichtgeschwindigkeit C0 mal Klammer auf 1 minus Cosinus von Alpha Klammer zu. Setzen wir ein. H, ME und C0 sind Konstanten. Unser Alpha ist 90 Grad und damit ist der Cosinus 0. Unsere Wellenlängendifferenz ist jetzt 2,426 mal 10 hoch minus 12 Meter. Könnt ihr mal selbst in den Taschenrechner hacken und gucken, ob ihr aufs Gleiche rauskommt. Ist eine gute Übung, solche scheiß langen Konstanten in den Rechner einzutippen, denn in der Klausur müsst ihr das schnell drauf haben. Um diese Differenz wird unser Photon also an Wellenlänge verlieren. Das sieht dann circa so aus. Und wenn wir den Winkel Alpha noch größer machen, dann wird die Differenz immer größer und somit auch unsere Wellenlänge. Fassen wir das Ganze nochmal kurz zusammen. Fällt ein Photon auf ein Elektron, so kommt es zu einem elastischen Stoß. Das Photon gibt dabei Energie an das Elektron ab, welches weggestoßen wird. Beim Photon macht sich dieser Energieverlust in der Änderung der Wellenlänge bemerkbar. Diese wird dann größer. Um wie viel sich die Wellenlänge ändert, lässt sich mit dieser kleinen Formel berechnen. Der Winkel Alpha stellt hierbei den Winkel zwischen der eigentlichen Photonenbahn und der neuen Photonenbahn dar. Und die Pfeile sind eigentlich Impulspfeile, die sich wie Kräftepfeile addieren lassen und somit auf die Bahnen der beiden Teilchen schließen lassen. Falls ihr euch fragt, wie nochmal die Wellenlänge eines Quantenobjektes definiert ist, dann haben wir hier noch ein cooles Video über die de Broglie-Wellenlänge für euch. Was haltet ihr eigentlich von der Quantenphysik im Abi-Stoff?
Ist die geil und sollte unbedingt dort behalten werden? Oder verwirrt ihr euch nur mit ihren ganzen Wahrscheinlichkeiten und hätte, wäre, wenn, Konjunktiv Deluxe eben? Schreibt es doch mal in die Comments, ob ihr sie mögt oder nicht. Alter, ich finde sie sau interessant, aber nach 3 Stunden über sie nachdenken, habe ich so Kopfschmerzen, dass nichts mehr geht. Wir sind gespannt auf eure Meinung und sagen mal gute Zeit, bis zum nächsten Video und ciao.